Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Dark Parables Rapunzels Gesang. Ja, wir müssen einen Pfeil mieden, glaube ich. Dementsprechend müssen wir da jetzt mal schauen. Moment, ich habe hier diesen Armband gefunden. Muss mich jetzt mal eben daran erinnern, wo war denn das nochmal mit den Armbändern? Ach ja, hier. Juhu! So, jetzt bekommen wir hier auch das, was wir brauchen. 3 von 4, glaube ich, steht da. Gelber Diamantensplitter, den brauchen wir nämlich für unser kleines Ding da. So, hier hatten wir ein Chamäleon-Objekt gefunden. Ich gucke jetzt nochmal wegen den Chamäleon-Objekten. Ich habe nämlich das Gefühl, dass wir schon wieder ziemlich kurz vorm Ende sind. Was natürlich wieder ein bisschen schade wäre, was so schnell dann vorbei wäre. Moment, ich glaube hier hinten. Ah, genau. Das Chamäleon-Objekt habe ich die ganze Zeit vergessen. Ich glaube, das wurde mir mal irgendwann in die Kommentare geschrieben. Es tut mir leid, dass ich es vergessen habe. Jetzt haben wir es auf jeden Fall und dadurch haben wir alle Chamäleon-Objekte gefunden. Sehr schön. Dankeschön. Oh mein Gott, ich freue mich gerade so. Ich habe das echt nicht, ich habe da nicht mehr dran gedacht, an dieses Objekt hier im Auszeichnung erhalten. Schön, in diesem Thronsaal. Ich wusste, ich habe irgendwas vergessen. Irgendwas vergesse ich immer. So, okay, jetzt können wir uns ja ganz getrost hier auf diese Sachen konzentrieren. Wir haben alle Chamäleon-Objekte gefunden. Ich weiß gar nicht, ich müsste mal eben gucken eigentlich, wie das aussieht mit diesen Steinblumen. Haben wir da eigentlich alle? Das haben wir anscheinend. Das haben wir auch. Das haben wir anscheinend auch. Und hier haben wir anscheinend auch alle. Oder? Es sieht so aus, als hätten wir alle. Wenn alle Steinblumen beisammen sind, formt sich aus ihnen das göttliche Juwel. Nee, dann haben wir doch nicht alle. Irgendeine fehlt. Wie viele Steinblumen haben wir denn? Aber es sieht so aus, als hätten wir alle, oder? Überall ist eine Blume dran. Da ist jetzt nirgendwo ein leeres Feld oder so, dass da eine fehlt. Finde ich. Sind immer genug Blumen dran. Also ich schätze mal, wir haben dann doch alle. Na gut. So, okay. Also, so, wir widmen uns hier wieder dem Pfeil. Sehr schön. So, den Pfeil haben wir jetzt schon mal. Und jetzt können wir hier hinten wieder hingehen. Da hatten wir doch irgendwo... Nee, Moment. Hier war das, genau. So, das nehmen wir jetzt mit und damit können wir jetzt wahrscheinlich hier auf diesen Golem schießen. Ein Monster weniger. Sehr gut geschossen. Und da wären wir wieder im Turm. Yay! Ich freue mich so. So, okay, wir fangen hiermit an. Hier können wir schon mal die Tür aufmachen. Und Moment, hier hinten, genau hier war das mit der Spinne. Das machen wir auch direkt mal. Sehr schön, dann nehmen wir das nämlich direkt mit. Und hier können wir auch noch wimmeln. Floras Ring. Okay, Floras Ring. Oh, das wird ein schöner Ring werden. Ich sehe es jetzt schon mit vielen Blumen. Sehr schön. Okay, das noch. Und das. Was brauche ich noch? Ach, das da und das. Ui, schick. So, mal gucken, ob hier noch was ist. Befindet sich da etwa jemand in dem Sarg? Oh Gott, was macht denn der Sarg da? Der Fährmann der Seelen verlangt eine Bezahlung. Ah, okay, alles klar. Münzen auf die Augen legen und so.
Ah, hier ist nur das Buch. Gut. Gut, dann müssen wir noch eine zweite Münze finden. Dann schauen wir hier mal nach. Auf diese drei Säulen gehören wichtige Artefakte. So viel steht fest. Okay, wichtige Artefakte. Das Juwel der Besonnenheit versiegelt die göttlichen Kräfte eines Hüters. Das Schwert der Macht durchtrennt Halm und Baum und verhindert ihre Wiederkehr bis in alle Ewigkeit. Der Spiegel der Umkehr, ein Spiegel, der die Kräfte des Hüters stärkt und den Gegner schwächt. Aha. Und eine Münze und noch eine Parabel. Wir haben eine weitere Parabelgeschichte freigeschaltet. Die drei Artefakte des Königreichs Floralia. Vor langer Zeit gab es einmal zwei verfeindete Sippen, die in einem Land lebten. Den Weisungen der Göttin Flora folgend, ging es der einen gut, während der junge Häuptling der anderen Sippe das baldige Ende seiner Leute befürchtete. Er flehte die Göttin an und bestand viele Proben. Von seiner Aufrichtigkeit und seinem Mut beeindruckt, schenkte die Göttin dem Mann drei Artefakte, ein Schwert, ein Spiegel und ein Juwel. Sie wies ihn an, diese Artefakte zu nutzen, um das Schicksal seiner Sippe umzukehren. Doch sie warnte ihn, dass ein solcher Eingriff in das Schicksal auch schlimme Folgen haben könnte. Nach einer langen, ermüdenden Schlacht konnte der junge Häuptling endlich den Sieg davontragen. Zu seinem Entsetzen musste er jedoch erkennen, dass seine gesamte Familie und viele seiner Sippe umgekommen waren. Nun verstand er die Warnung der Göttin. Sein Schicksal hatte sich gewendet, doch der Preis war zu hoch gewesen. Gebrochenen Herzens ließ er sich zum König beider Sippen krönen, um sie so zu vereinen. Zeit seines Lebens war er ein weiser und gütiger Herrscher. Die Artefakte der Göttin versiegelte er in einem geheimen Raum und trug seinem Erben auf, diese nach seinem Tod zu hüten. Dies ist die Geschichte des ersten Königs von Floralia. Sehr schön. Gut, so, wir haben die zweite antike Münze und hier kommt Floralias Ring drauf. Mann, ich kann überhaupt nicht mehr sprechen heute. Nutze die Pfeiltasten und ordne die Symbole dem richtigen Hintergrund zu. Ist ein bisschen verwirrend gerade hier der Hintergrund, ne? Also Moment, Feuer, Schnee. Okay, aber was ist hier für ein Hintergrund? Den sehe ich irgendwie gar nicht. Ach so, also wenn das richtig sitzt, dann kriege ich hier etwas zu sehen, ja? Ah, Bäume. Okay. Ah, sehr schön. Ah, jetzt ist natürlich die Frage, was kommt da hin? Moment, ich mach mal das Lilane jetzt hier hin. Sehr schön. Juhu! Wir haben es geschafft. Dies müssen die drei göttlichen Artefakte sein, aber warum lässt sich das Schwert nicht verwenden? Am Griff des Schwertes scheint ein besonderes Juwel zu fehlen. Das Juwel der Besonnenheit könnte ich gegen Belladonna einsetzen. Ich sollte dieses Artefakt zurücklegen, bevor ich ein anderes auswähle. Ach so. Mit dem Spiegel der Umkehr könnte ich Rapunzel helfen. Ach du meine Güte. Okay, da muss ich erstmal gucken, welches wir dann zuerst brauchen. Wenn ich nur eins mitnehmen kann. Deutsch. Gerda, ist dir auch nichts passiert? I knew you'd find me, Detective. That monstrous flower is starting to bloom. You must destroy it before it's too late. Take this. I found it before I was trapped inside. It may be useful to you. Okay, dämonischer Griff. Dankeschön. Kommt der vielleicht an das Schwert? Nee, okay, dachte ich mir. So, wir gehen jetzt erstmal nach oben, gucken, was da so abgeht. Aha, sieht ja gut aus.
Rapunzel reagiert nicht. Ich kann... Kann sie mich nicht hören? Nur mit einem Griff kann ich die Geheimnisse des Wächters offenbaren. So, schiebe alle Symbole an die richtigen Stellen. Okay. Aha. Oh, ist das fies. Warte mal. Ach so, okay. Das ist fies. Sehr schön. Okay, Moment mal. Also das muss ich jetzt hier wieder umdrehen. So. Sehr gut, dann kriegen wir das schon mal hier hoch. Und das sitzt schon mal perfekt. Sehr gut. So, das muss jetzt hier hin. Das muss jetzt dahin. Okay, so, du musst da hoch. Das heißt, du musst auf jeden Fall hier rüber. Und dann bräuchte ich ein anderes, was jetzt dahin geht, damit das wieder sich rumdreht. So. Ah, nee, das ist schlecht. Moment. Wie habe ich denn das hier nochmal gemacht? Moment. Gehen wir erstmal hier hin. So. Das schiebe ich mal hier rüber. Das kommt jetzt da oben hin. Und das schieben wir jetzt hier hin. Kommt das Herzchen wieder hier hin. Ich habe das gerade falsch geschoben hier, ne? Ist mir jetzt auch aufgefallen. So, das kommt mal hier runter. So, und das kommt jetzt dahin. Und jetzt muss das hier wieder hier runter. Moment, wir können es eigentlich auch... Nee, wir können es noch nicht direkt richtig schieben. Also machen wir es so. Das kommt jetzt dahin. Juhu, das kommt dahin. Jetzt haben wir es richtig. Sehr schön. So, die Blitze sind weg. Das ist schön. It's too late. All you can do is watch as I destroy the world. But don't worry, we'll be saving you for last. Detective, now's your chance. We must end this now. You, the Fire Prince. How dare you? I won't let you take Rapunzel away from me. Okay, so, ich würde sagen, wir holen mal ein Artefakt. Ich fange mit dem Spiegel an, um Rapunzel zu helfen. I can speak. I can move again. I'm free. What's happening? I feel so weak. Rapunzel, help me! No! It hurts too much. You can't come any closer! Why is everyone always against me? What did I do that was so wrong? I just want to be with Rapunzel! Without Belladonna, the night bloom will never grow again. The world is safe now. Thank you, Detective. Rapunzel is free, but it came at a high cost. She needs time now. Don't worry. I'll take care of her. My poor sister. I wish I could have saved you. Please forgive me. Habe ich jetzt das Falsche ausgewählt? Ich komme mir gerade so vor, als hätte ich das Falsche ausgewählt. Das ist jetzt echt schade. Und Mann, das ist jetzt echt blöd, dass man da nicht irgendwie zurückspulen kann und dann nochmal gucken kann, was wäre denn passiert, hätte ich jetzt das andere Artefakt benutzt.
Das funktioniert leider nicht bei einem Wimmelbildspiel. Ich müsste dann komplett das ganze Spiel nochmal durchspielen. Ja, das ist schon irgendwie jetzt traurig, ne? Also, jetzt ist die Belladonna einfach darunter gefallen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass man sie irgendwie auch retten kann oder so. Dass man sie halt auch wieder zur Vernunft bringen kann oder so. Das ist echt gemein. Oh Mann. Das ist wirklich gemein. Aber schön war es trotzdem. Hier kommt gar kein richtiger Abspann. Oder wollen die, dass das so langsam geht irgendwie? Ah, die Belladonna tut mir schon leid irgendwie. Ich meine, die kann doch überhaupt nichts dafür. Das war alles die Schuld von dieser... Ach Mann. Ja, es hätte bestimmt noch ein anderes Ende geben können. So wie ich das hier auf den Bildern gerade sehe. Okay, jetzt kommt anscheinend der Abspann oder auch nicht. Das ist echt... Ich überspringe das mal, oder? Ja, ich überspringe das mal. Danke fürs Spielen. Ja, bitteschön. Jetzt muss ich das ganze Spiel nochmal durchspielen, damit wir noch das andere Ende sehen, sozusagen. Dark Parables. Ja. Deine nächste Reise kommt oder irgendwie so. So, Bonusinhalt freigeschaltet. Wenn ich jetzt auf Spielen klicke, was passiert dann? Na, die Geschichte der Standardversion wurde bereits abgeschlossen. Erstelle ein neues Profil, um das Spiel von vorne zu beginnen. Das heißt, ich müsste das ganze Spiel von... Oh, das ganze Spiel von vorne spielen. Oh. Ich würde sagen, wir spielen dann einfach jetzt den das Bonuskapitel. Das ist ja auch was. Und eventuell nehme ich mir Zeit, dann gibt es nochmal einen extra Part, dass ich euch das andere Ende zeige und dass ich vielleicht auch noch herausfinde, was mit dem Schwert war, weil dafür brauchten wir auch noch was. Da gucke ich mal, ob ich das hinkriege. Several days have passed since I left that horrible tower. The pollen is no more and I know in my heart the detective and Prince Ross have saved us all. But just as I thought the debacle was over, my sleep has suddenly been plagued with nightmares. Every night I see my dearest friend in danger, and a young girl's voice urges me to find him. I do not know what the dream may lead to, but for Kai, I must go. I can only hope I will be as strong and brave as the detective. Okay. In here and don't make a sound. I'll come back for you as soon as I can. Please, someone help us! Help us! Die Krähen wirken ungewöhnlich bedrohlich. Okay, ich weiß gerade leider nicht, wen wir spielen. Vielleicht wisst ihr das ja. Laut diesem Buch lassen sich die Krähen durch einen plötzlichen Lichtstrahl vertreiben. Okay. Ich bin Gerda und dem Fremden, der sich mit ihr in den Ruinen des Königreichs aufhielt, gefolgt. Die Luft der gesamten Gegend ist von giftigen Pollen verseucht. Was tut Gerda hier? Ich muss sie finden. Hä? Okay. Achso, ich bin Gerda und dem Fremden gefolgt. Alles klar. Gut. Ein Köfferchen, auf dem ein Emblem fehlt. Gut, haben wir hier noch? In dem Loch steckt etwas, aber ich kann nicht erkennen, was es ist. Und die sind alle sehr bedrohlich. Die Krähen werden mich nicht vorbeilassen. Ach so. Ein magischer Kreis. Ich spüre eine böse Aura, doch vielleicht kann ich etwas gegen sie ausrichten.
Ich bin dem Kind aus meinen Träumen begegnet. Sie ist kein gewöhnliches Kind, doch es scheint, sie hat ihr Gedächtnis verloren. Ständig wird sie von Ungeheuern angegriffen und sie ist zu schwach, um alleine entkommen zu können. Ich muss versuchen, sie in Sicherheit zu bringen. Aha. Ich könnte eine Schnur durch den Riss im Spiegel fädeln. Oh. Sehr schön. Wir haben einen Taschenspiegel. Ein Spiegel mit Schlaufe. Eine ganze Menge Fliegenpilze. Ist das schlecht? Ein Handschuh. Hier fehlt das Emblem eines niedlichen Häschens. Oh, hallo. Die armen Küken sind hungrig. Ihre Mutter ist nirgends zu entdecken. Vielleicht sollte ich sie füttern. Oh, hier sind Fußspuren. Die Fußspuren führen zum Tor. Ob Kai dort durchgegangen ist? Kai. Kai war dieser Junge, glaube ich, den wir am Anfang gerettet haben. Aus diesen Ranken. Ein verzaubertes Netz? Ich sollte versuchen, die Schmetterlinge zu befreien. Sehr schön. Das war ja leicht. Um das Tor zu öffnen, benötige ich 2 Hebel. Das ist nicht so leicht, aber Moment, hier war ja mit einem von Lichtstrahl die Rede. Gibt es einen Ort, wo ich eine Laterne hinstellen könnte? In dem Loch steckt etwas, aber ich kann es nicht erkennen. Ach so. Yay! Narzissenemblem. Sehr schön. Gut, dann suchen wir das mal. Und dann müssen wir die Krähen noch irgendwie vertreiben. Ich weiß nur noch nicht wie. Vielleicht mit dem Spiegel? Aber ich sehe eigentlich keinen wirklichen Lichtstrahl, der da irgendwie aus dem Himmel kommt. Also keine Ahnung. Ich glaube, es wird nicht gehen mit dem Spiegel. So, das haben wir fertig. Und dann würde ich allerdings mal sagen, mache ich hier erstmal einen kleinen Cut und wie das Ganze weitergeht, seht ihr dann im nächsten Part. Bis dahin, tschüssi!